kann ich dir nicht folgen. Thank you.
Wir haben was gefunden, das hilft. Nicht mit einem Heimatland, sondern allen. Aber wo ist der CEO? Er ist tot. Man kann sagen, er hat sein Leben gegeben, damit wir die Geheimnisse von Theben entdecken können. Ah ja. Du denkst bestimmt, ich wäre dumm. Was? Nein, nein! Der CEO war ein selbstgefälliger Egoist, der aus unserem Glauben eine widerwärtige, eigennützige Fantasterei gemacht hat. Und jetzt soll ich glauben, dass er sich für ein paar Datenfragmente geopfert hat? Es ist die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, sie überzeugt mich. Ansonsten befehle ich den Soldaten, das Feuer zu eröffnen. Moment. Das stimmt. Ehrlich gesagt, hat der CEO alles versaut. Er zerstörte Theben und starb als rückgratloser Feigling. Aber was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Wenn ich es verwenden kann. Wenn es sein muss, kämpfe ich mich hier raus. Aber es geht auch anders. Du kannst mich gehen lassen. Und dann gut dastehen, wenn sich die Lage verbessert. Erfolg klingt auf jeden Fall besser als Versagen. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Aber Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten. In Ordnung. Theben hat natürlich keinen Wert mehr für uns. So ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva, ich erwarte Berichte von dir. Gründliche. Ach, ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Barl, ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Klar. Ich kann es kaum erwarten. Glaub mir, es wird dir gefallen. Barl gibt dir einen besseren Fokus und mehr Daten, als du verarbeiten kannst. Gehe zur Fähre. Ich komme so bald wie möglich nach Osten. Eine Wahrsagerin muss der Wahrheit folgen, wohin sie auch führt. Wir sehen uns dort. Nun, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen. Aber bevor ich zur Fähre gehe, schaue ich bei Landfall vorbei. Vielleicht reden nach dem Tod des CEOs mehr Quen mit mir. Ich sollte mich wohl auch mal auf der Insel umsehen. Ich wechsle besser die Kleidung. Unglaublich, dass ich mich für den CEO...
Das nehme ich gern mit. Da ist sie ja. Wie ich höre, hast du Themen gefunden. Wie war's? Irre, Lava. Ich kann nicht klagen. Ich werd's mir für meine nächste Reise merken. Immerhin habe ich alles, um Hephaestus zu kriegen. Gut, dass meine Ausrüstung bereit ist. Du siehst müde aus. Ha! Du nimmst kein Blatt vor den Mund, was? Ich habe nur überprüft, dass auch alles für deine Mission bereit ist. Ich will es diesmal nicht versauen. Du schaffst das schon, Erend. Hast du schon mit Alva gesprochen? Als sie gerade nicht die Archive las, wie ein aufgeregtes Kind beim ersten Bier. Sie hat sich jedenfalls schnell an den neuen Fokus gewöhnt. Ja, ich bin ja schon etwas neidisch. Aber ich verstehe, warum ihr euch gut versteht. Ich muss jetzt gehen. Sobald wir zu den Brutstätten aufbrechen sollen. Ich sag dir dann Bescheid. Ein Blick in dein Gesicht sagt mir, die Mission war ein Erfolg. Habt ihr Omega-Freigabe? Sind alle bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Sobald du uns Bescheid gibst. Ist Alva heil hier angekommen? Unsere neue Quen-Freundin? Als sie die Archive erblickte, stürzte sie sich darauf wie ein Langbein. Das klingt doch gut. Sobald Gaia wieder läuft, erwarte ich, dass du dein Training optimal einsetzt. Die Samen wurden gepflanzt. Sie brauchen nur noch eine Chance zu blühen. Was? Ich fand das gar nicht so schlecht. So hat's gefallen. Ich bin froh, dass ihr euch gefunden habt. Vergiss nicht, dass das dein Verdienst war. Jetzt, da ich die Omega-Freigabe habe, können wir Hephaestus schnappen und sind den Zeniths endlich überlegen. Ich bin gespannt auf ihre Gesichter, wenn sie die angreifenden Donnerkiefer sehen. Besser sie als wir. Zur Abwechslung. Ich sollte das zu Gaia bringen. In Ordnung. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Willkommen zurück. Schön, wieder da zu sein. Kennst du schon unseren Quen-Gast? Ich konnte kaum mithalten, als sie sich die Basis anschaute. Val gab ihr einen neuen Fokus.
Aber als er ihr sagte, dass sie frei auf all unsere Daten zugreifen darf, wurde sie so bleich, dass ich dachte, sie wird ohnmächtig. Wir haben ihr das Archiv gezeigt, damit sie es nutzen kann. Seitdem hat sie es nicht verlassen. Klingt nach Alva. Oh, und ich wollte dir das hier geben. Für die Hilfe mit den Landgöttern. Reinklang steht in deiner Schuld. Danke, so. Du verdienst viel mehr für all deine Hilfe. Möge das Land mit all deinen Schritten erblühen. Auch deins? Hast du was Interessantes gelesen? Ich fand heraus, dass die alten Blätteraufgüsse wie die Utaru tranken. Tee nannten sie das. Diente offenbar zur Beruhigung. Das und eine Art von Duftwachs zum Reinigen ihrer Aura. Und etwas, das sie Schaumbad nannten. Also ich glaube, ich bleib beim Singen, um mich zu beruhigen. Ich schätze, du hast dir Demeter angeschaut, jetzt da Gaia mit ihr verschmolzen ist. Ja, man spürt Ehrfurcht. Zu wissen, dass die Samen in diesem Beutel von den Samen stammen, die in der alten Welt für Demeter waren. Das lässt hoffen, dass der Kreislauf des Lebens wie zuvor weiter bestehen kann. Wie läuft's bei den anderen? Etwas ruhiger. Erend ist dabei, Daten zu seiner neuesten Obsession zu suchen. Offenbar kämpften die Alten mit Maschinen für eine Art Darbietung. Es hieß Metal vs. Meat. Ein unvergleichlicher Kampf zwischen Stahl und Fleisch, wie Erend es nennt. Als hätten wir davon nicht sowieso schon genug. Wie lief es mit dem Chor nach der Reparatur der Landgötter? Sie waren schockiert, als ich sagte, dass unser Land sich bald erholt. Fane sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Aber natürlich mussten sie die Neuigkeit gutheißen. Auch wenn dadurch ihre Predigten über die Akzeptanz des Verderbens widerlegt sind. Ganz ehrlich, ich fand die Unterhaltung wirklich sehr angenehm. Das freut mich. Du hast es verdient. Sie haben Glück, dass du sie nie aufgegeben hast. Ich muss jetzt weiter. Ja, du hast die Omega-Freigabe. Das heißt, wir können bald Hephaestus jagen. Meine Ausrüstung ist bereit. Aloy! Bei der Arbeit, verstehe. Es ist einfach so viel. Ich meine, wir wussten, dass künstliche Wesen den Ahnen gedient haben, aber Gaia? Oh, sie ist erstaunlich! Und du, eine echte Reinkarnation einer Ahnen. Im genetischen Sinne natürlich, nicht wie der CEO in den letzten Tagen. Und da draußen sind noch weitere Ahnen, zurückgekehrt von jenseits der Sterne. Sicher, sie versuchen uns zu töten, was nicht so toll ist. Und Eric Visser ist bei ihnen, was verstörend ist. Und dann ist da noch Hephaestus und... Okay, okay, wie wär's, wenn wir eins nach dem anderen machen? Du hast recht. Ich schulde dir auch eine Erklärung für alles, was geschehen ist in Landfall. Du hast deinen neuen Fokus benutzt. Es war faszinierend. So viel besser als die Version, die die Quen haben. Zum Durchsuchen hätte ich Jahre gebraucht, etwa für die wiederhergestellte Datenbank. Damit konnte ich Suchparameter einrichten, um den Prozess zu beschleunigen. Dies könnte revolutionieren, wie Wahrsager das Vermächtnis analysieren. Das heißt, die Teile, die die Aufseher uns tatsächlich studieren lassen würden. Du wolltest Daten, hier findest du jede Menge. Noch nie hatte ein Wahrsager derart unbeaufsichtigt Zugriff auf Archive wie diese. Und so wie ich dich kenne, gibt es dort sicher vieles, was normalerweise verboten wäre. Doch ich wurde geschickt, um euch zu helfen. Ich wäre nachlässig, eine mir offenbarte Wahrheit zu ignorieren. Vielleicht hilft es den Quen, ihren Weg zurück zum Pfad der Wahrheit zu finden. Ich denke, du kennst sie noch niemanden wirklich gut, aber sie sind eine gute Truppe. Schon lustig, denn eine davon ist, naja, genau wie du.
Nicht, dass ihr die gleiche Person seid, das nicht. Ich meine schon. Also genetisch seid ihr beide Elisabeth Sobeck. Und trotzdem verschieden. Ja, sind wir. Ich hoffe, alle haben dich gut behandelt. Oh, natürlich. Alle waren äußerst gastfreundlich. Und sie teilen das Wissen, das sie auf ihren Fokussen lernen, frei untereinander. Das ist erfrischend. Zu Hause können Wahrsager Daten nur mit der Erlaubnis der Aufseher anderen zeigen. Klingt sehr restriktiv und beengend. Das siehst du ganz richtig. Du hast Eric Visser erwähnt. Woher kennst du ihn? Der Zenith, der dich töten wollte? Die Quen kennen ihn als den Beschützer. Die Analyse seiner Arbeiten brachte uns bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der Waffen- und Militärtaktiken. Wissen, das unsere Herrscher für Eroberungen nutzten, um zu dem Reich zu werden, das wir jetzt sind. Deshalb gehört er zu unseren am meisten verehrten Ahnen. Doch nach deiner Begegnung mit ihm zu urteilen, scheint er noch gnadenloser zu sein, als wir uns vorgestellt hatten. Eine weitere verzerrte Interpretation des Vermächtnisses. Zumindest setzt du Teile der Wahrheit zusammen. Wenn doch unsere Aufseher zu Hause das Gleiche tun würden. Beta hat andere Zeniths erwähnt. Tilda, Verbena und Gerard. Ich fürchte, über sie weiß ich überhaupt nichts. Welches Vermächtnis sie hinterließen, konnten die Wahrsager nicht aufdecken. Du sagtest, du schuldest mir eine Erklärung für das, was in Theben passiert ist. Ich höre. Gut. Ich beginne am Anfang mit dem CEO. Er war ein Kaiserlicher, genau genommen der Neffe des Kaisers. Als solcher bezahlte er viele Wahrsager, um das Vermächtnis nach allem zu durchsuchen, das dem Stamm helfen würde. Und ihm selbst. Er interessierte sich besonders für alles in Bezug auf Ted Farrow, den wir als den größten der Ahnen betrachten. Ted Farrow, ein verehrter Ahn. Das ist echt hart. Jetzt weiß ich es natürlich besser. Wie auch immer, die Wahrsager entdeckten, dass Farrow viel Zeit in San Francisco verbracht hat. Das haben tatsächlich viele der wichtigsten Ahnen getan. Also hat der Neffe des Kaisers diesen überzeugt, dass eine Expedition über den Ozean unsere drängendsten Probleme lösen könnte. Wenn wir in dieser sagenhaften Stadt nur die richtigen Daten finden könnten. Vielleicht könnten wir die Fluten und Stürme zurückdrängen, die unser Volk bedrohten. Der Kaiser erklärte, dass alle Ressourcen des Stammes in dieses Wagnis gesteckt werden sollten. Dutzende Schiffe wurden gebaut. Es wurden Kundschafter entsandt. Und der Neffe des Kaisers wurde Sio genannt. Jemand, der das Vermächtnis zum Wohle des Reiches verwendet. Die lebende Verkörperung von Ted Farrow, dem Erneuerer. Jetzt mag es seltsam wirken, aber eine Zeit lang setzten wir all unsere Hoffnung in ihn. Wir glaubten, er würde uns retten. Uns war nicht bewusst, wie gefährlich die Reise werden würde. Ich muss los, aber wenn du irgendwas brauchst... Ich möchte dir nur helfen, deine Mission zu erfüllen. Der Plan, von dem Gaia berichtet hat, zur Ergreifung von Hephaestus, bringt wieder alles in Ordnung? Hoffentlich. Dann werde ich tun, was ich kann. Versprochen. Welcome to your life. Turning back, even while we sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature. Everybody wants to lose. Oh, desires.
Everybody wants to rule the world.